Wenn ihr dachtet, dass es nur interessante Fakten im FNAF-Franchise gibt, liegt ihr mit dieser Antwort falsch. Jedes Franchise hat seine uninteressanten Ecken und Kanten und in diesem zweiten Teil der unnützen Fakten stelle ich euch wieder 25 nutzlose Fakten über die Five Nights at Freddy's Reihe vor. Hier zeige ich euch wieder einmal dummes und äußerst unnützes Wissen, mit denen ihr keinen eurer Freunde beeindrucken könnt. Fakt 1. Im Mega Pizza Plex existiert ein Milchshake zum Verkauf im Atrium, nämlich der Burger Shake. Diese ist eine einfache Kombination aus einem normalen Milchshake und einem Burger mit den üblichen Beilagen dazu. Kosten tut dieser Spaß 12 Dollar, also trotzdem noch weniger als das übliche Lego-Set heutzutage. Die Amis kommen immer auf verrückte Ideen und dieser Shake könnte wirklich Realität werden, wenn es jemand versucht. Und damit meine ich nicht die Leute, die bereits versucht haben, diesen Shake nachzumachen, und er muss wirklich schrecklich schmecken. Fakt 2. Das offizielle Circus Baby Plushie von Funko ähnelt den Plush-Babys aus Help Wanted und den darauf folgenden Spielen. Das Funko-Plushie wurde in der dritten Welle von Funkos FNAF-Plushies 2017 veröffentlicht. Und das erste Mal, wo wir die Plush-Babys sehen, war im VR-Spiel FNAF Help Wanted im Jahre 2019. Was bedeutet, dass das Design der Plush-Babys auf Funkos Circus-Babys-Plushies basiert. Fakt 3. Bleiben wir bei Circus Baby. Ihr 8-Bit-Sprite, welches wir in ihrem Minigame in Sissel Location sehen, ist tatsächlich ein offizieller Charakter in Special Delivery. Hinzugefügt wurde sie im Mai 2020 im Laufe des Arcade Mayhem Events. Fakt 4. Es ist wohl kein Geheimnis für die meisten, dass Toy Bonnie, vor allem in der FNAF 2 Custom Night, wohl einer der schwierigsten Charaktere im 1020 Mode sein kann, weil er echt verdammt lange da bleibt. Er kann bis zu 50% der Zeit der Puppet vor der Maske sein und ist damit für den einen oder anderen Tod verantwortlich. Fakt 5. Im Curse of Dreadbear DLC Level Trick or Treat, wenn Balloon Boy vor der Tür steht und der Spieler bei ihm die falsche Maske ausgewählt hat, wird Nightmare Balloon Boy stattdessen den Spieler jumpscaren, anstatt Balloon Boy selber, was schon richtig seltsam ist. Fakt 6. Ebenso in Trick or Treat kann es vorkommen, dass Mangle überhaupt nicht aktiv wird. Fakt 7. Das FNAF 2 Karussell in der Game Area hat tatsächlich eine abgerundete Oberfläche, die aufgrund der Beleuchtung allerdings schwer zu sehen ist. Dieses Karussell taucht aber in einigen anderen offiziellen Medien ohne abgerundete Oberfläche auf, beispielsweise im Cover zum Graphic Novel von Die Silbernen Augen oder im Game Area Set von McFarlane Toys. Fakt 8. Phantom Foxys HW-Modell ähnelt viel mehr dem klassischen Foxy als Robot Foxy. Er hat nun wieder seinen rechten Arm und somit seine Hakenhand wieder, dafür aber fehlen ihm aus welchem Grund auch immer seine Oberschenkel. Fakt 9. Das Help Wanted 2-Modell von Balloa ist tatsächlich dasselbe Modell wie aus Special Delivery. Fakt 10. In der deutschen Übersetzung von Ruin wurde Eclipse mit Mondfinsternis übersetzt. Der englische Name kommt von den beiden astronomischen Ereignissen einer Lunar- und Solareclipse, sprich einer Mond- oder Sonnenfinsternis. Aber man muss sich im Deutschen für nur eine der beiden Varianten entscheiden, weil bloß Finsternis in diesem Fall unpassend ist. Fakt 11. In FNAF 2 sind die einzigen Kameras, welche sich nicht bewegen, die 4 Partyräume und die beiden Luftschachtkameras. Fakt 12. Lustigerweise wurde Security Breach auf dem Epic Games Store am 1. April 2022 veröffentlicht und es kam die Ankündigung einer physischen Version vom Spiel. Fakt 13. Die Augentextur von Toy Cupcake ändert in FNAF 2 zufällig die Textur zu denen der Wyverts. Man erkennt es daran, weil die Wyverts eine Vignette in ihren Augen haben und die Toys einen zusätzlichen weißen Kreis am unteren Rand. Fakt 14. Der Mimic hat im Laufe seines Lebens die meisten verschiedenen Augenfarben von allen Animatronics gehabt. Diese wären weiß, orange, schwarz, lila, tiefes Smaragdgrün und strahlendes Blau. Fakt 15. Der Name von Glitchtrap in den Help Wanted Dateien lautet tatsächlich Spring Bonnie Man. Fakt 16. In FNAF World hat Adventure JJ während des Foxy Fighters Minigame eine verworfene Voiceline, in der sie eine Beleidigung sagt. Now I'm going to kick your ass! Fakt 17. In der Sissel Location Endcutscene sehen wir eine leicht beschädigte Version von Springtrap, nämlich Dark Springtrap, welche sogar eine eigene Funko-Figur und eine Seite in der Charakter-Enzyklopädie hat. Fakt 18. Bei einer der Zuckungsanimationen von Phantom Foxy im Phantom Auditorium klebt sein Becken durch sein Bein. Fakt 19. Wenn wir schon bei Clipping sind, im Breaker Room gibt es zwei Dinge, die bei Phantom Freddy hindurchschneiden. Erstens schneiden seine Ohren bei seinem Jumpscare sichtbar durch seine oberen Gesichtsplatten und zweitens, wenn er nah am Spieler ist, geht sein Kiefer ein wenig durch seinen Körper. Fakt 20. Der Titel des siebten Festbefreiz-Buches lautete ursprünglich The Breaking Wheel, wurde aber später aus unbekannten Gründen in The Cliffs geändert. Dies kann allerdings damit zusammenhängen, dass The Breaking Wheel mal die Cover-Story werden sollte. Fakt 21.
In FNAF 1 ist die Abstellkammer bzw. Cam 3 die einzige Kamera, die nur an einer einzigen Stelle bleibt und sich nicht nach rechts oder links bewegt. Fakt 22. 2022 gab es eine Neuauflage der Balloa Actionfigur, bei der die Möglichkeit, den Ständer von ihrem Bein zu entfernen, entfernt wurde und statt der farbigen Gelenke normale Gelenke verwendet wurden. Fakt 23. Das Endoskelett von Shadow Freddy ist nicht grau oder silbern wie andere Endoskelette, sondern genauso violett wie er selbst. Fakt 24. Alle Jumpscares in FFPS wurden mal aktualisiert. Der aktualisierte Jumpscare von Lefty hat einen Bump bzw. Normal Mapping, der nirgendwo anders im Spiel zu sehen ist. Fakt 25. Sowohl in FNAF 4 als auch in Ultimate Custom Night wird Plushtop tatsächlich horizontal gedreht, wenn er den Spieler jumpscared. Das kann man leicht feststellen, wenn man vergleicht, auf welcher Seite des Kopfes sich das kleine Loch über seinem Auge befindet. Und das waren 25 nutzlose Fakten über das FNAF-Franchise. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwelche dummen oder nutzlosen Fakten noch zusätzlich kennt oder welche Fakten ihr noch nicht kanntet, dann schreibt dies gerne unten in die Kommentare rein. Für mich persönlich war der letzte Fakt ziemlich überraschend, weil auf sowas achtet man normalerweise nicht. Ansonsten wünsche ich euch dann noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns auf der Flipside.